Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence mit Verlöhr Gameplays als Hobby, das bin natürlich ich. Und wir sind hier mitten stehen geblieben in einer Entscheidung. Natürlich nehme ich Reni in Schutz, das ist immer meine Schwester. Lasst sie in Ruhe! Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid, ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Okay. Streichel mir mal die Kapuze. Schlaf, kleiner Hüpfer. Und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind... wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander? So treffen wir uns im Ozean. Oh, es geht weiter. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Und wenn nicht... Das ist unsere einzige Chance. Wo ist denn eigentlich das eigentliche Spot? Das knistert schön, was? Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Dotter. Zurück zum Honigbaum. Oder bergauf. Merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt. Okay. Und beschrieben. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Mehr gibt's hier nicht. Und wenn nicht. Ich könnte mit den beiden reden. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Betten, wir können sie lesen. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. PS, der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Achso, ich muss halt wieder was machen. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Was könnte der Herzschlag im Rücken bedeuten? Vielleicht, dass Janus was ins Kreuz gefahren ist. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalimar? Kalimar? Kalimar geht nicht unter. Nicht solange wir am Leben sind. Wer könnte Janus gefangen halten? Die Sucher auf jeden Fall nicht. Die machen keine Gefangenen. Was ist mit dem heiligen Gral gemeint? Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Danke übrigens, dass du Rini heil hierher gebracht hast. Ich muss mich bei ihr bedanken. Ohne sie wäre ich entweder von der fleischfressenden Pflanze gefressen worden... Von einer fleischfressenden Pflanze? Oder von einem Sucher. Von einem Sucher? Die kleine Lady ist eine echte Kämpferin. Tatsächlich. Was ist nun? Lasst uns losgehen. So, hoch oder runter? Wir gehen hoch. Dann holen wir schnell Janus. Komm, darauf! Nein, da lang. Glaub mir,
darauf. Ich kenne Janos besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ich hoffe, wir sind jetzt wirklich richtig. Ganz ehrlich, ich habe die Nachricht nämlich schon längst wieder vergessen, was der Janus geschrieben hat. Außer mit dem Herz im Rücken und sowas und Sonnenuntergang irgendwie. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Na, wenn er meint, dass er König hier war? Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Da wird Janus ja wohl nicht sein. Hallo? Achso, ich kann den Laubhaufen durchwühlen, hä? Ja? Tatsächlich. Hey! Immer diese Käfer. Du mich auch. Und weiter drin suchen, wenn das geht. Okay, geht wohl nicht. Dann gucken wir mal hier in den Laub rein. Ideales Versteck für Tiere. Sag ich doch. Okay. Kettenhund. Durch die kleine Öffnung vielleicht? Ob Janus denn da versteckt hat? Vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft, die keiner versteht. Vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft, okay, die keiner versteht. Okay, mehr funktioniert da wohl nicht. Ich bringe Vini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Dann lassen wir das mal lieber. Okay, eine Schiebetür und eine kleine Öffnung. Was können wir mit der Schiebetür machen? Da rechts. Hey, die lässt sich schieben. Komme ich auch wieder zurück? Hätte ich da schon reingehen sollen? Oder hätte ich doch lieber erstmal durch das Loch spähen sollen? Ah, da ist links ist das Loch. Gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Ein Relief. Ein Relief von... Ja, was soll das sein? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie Musikinstrumente, hä? Sowas wie eine Gitarre, eine Laute, keine Ahnung. Vielleicht eine Harfe? Eine Triangel? Irgendwie sowas. Eine Schweinekeule? Muss ein hungriger Bildhauer gewesen sein. Eine Muffinform ohne Muffin. Oder sowas. Ein Dreieck mit einer Antenne? Allison. Okay, durch die Löcher können wir da ein bisschen hochklettern. Aber ich will mich natürlich erstmal umgucken. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Sprosse. Wow, ups, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh, das riecht aber gut. Super riecht das. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Wer sagt das? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Wow. Mhm. Die müsste mal wieder gegossen werden. Okay.
Aber doch Musikinstrumente, ich wusste es. Nichts von wegen Fleischkeule oder so. Das ist die zweite Sprosse. Oder die zweite Schlange. Okay, dann fehlt uns jetzt noch eine Sache. Wie komme ich wieder runter? Runter, da. Komische Melodie. Schon Janus sehen kann? Ich muss ich doch schon hier hoch. Ach komm, da sind Löcher, da kann ich doch hochklettern. Das war mein letzter vergeblicher Versuch, darauf zu kommen. Ich mach mich doch nicht zum Clown. Du bist schon längst einer. Hm? Wer ist da? Wer hat das gesagt? Vielleicht bin ich sogar der Janus. Zwei Schlangen habe ich schon. Siehst du? Nein, denn ich bin nur eine Stimme. Ach ja. Eine Stimme, nur mein Kopf in dieser Hinsicht. Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Wo ist eigentlich der Spot? Den könnte man echt gut gebrauchen. Für die müsste Pflanze. Mal wieder gegossen werden. Jemand anderes könnte sich damit vielleicht auf die Plattform schwingen. Okay, dann gehen wir da erstmal hoch. An die Kette hatte ich nicht gedacht. Da komme ich nicht dran. Ich bin Sedgwick. Wie warm sich eingebildete Sandstrahlen doch anfühlen können. Schon komisch. Eben hat es noch geschneit, es war kalt und dunkel. Und nun stehe ich hier im warmen Sonnenlicht des Herbstwaldes. Okay, weiter geht's ja aber allerdings nicht. Die Musik fängt langsam an zu nerven und ich weiß nicht wohin. Auch wieder runter. Okay, ist wohl der Riss. Was soll denn, wieso auch immer der Riss? T-Shirt, der, wenn man den Riss uns angucken. Meine Güte, bin ich müde. Oh, mein Bruder hat mir ein Video geschickt. Kommt die Tür auf einmal her? Achso, Fensterladen. In Gedanken habe ich mir nämlich gerade gedacht, okay, das Rohr da oben ist bestimmt die letzte Schlange. Passt genau. Und den schieben wir jetzt da drauf. Damit, genau, damit wir klettern können. Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Ist ja vorhin der Kette Hund drin. Wirklich aus Stein. Fast wie im Zirkus.
Ach, sieh an, da kommt jetzt das Wasser. Verdammt, schon wieder! Hey, ich habe genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Was kommt da jetzt raus? Was ist das? Ein Pilz. Dürften wir in dieser Hinsicht alle Musikinstrumente eigentlich herausgeholt haben. Und eine Triangel, ich wusste doch. Ist das ein reines Drogenspiel oder was ist das hier? Harnflöte, Laute, Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Überspringen. Richtige Größe so gesehen herausfinden. Ja! Okay. So scheint es wohl zu stimmen, aber was passiert da jetzt? Ach so, die Schlangen. Nicht bewegen. Brave Schlangen. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Okay. Interessant. Schnell rauf. Tada! Da ist auf jeden Dahinter Fall. Dahinter geht's den höchsten Berg hinauf. Wenn ich richtig liege, ist das die Stelle, von wo aus der Abgrund nicht tiefer sein kann. Ja. Dahinter geht's den höchsten Berg hinauf. Wenn ich richtig liege, ist das die Stelle, von wo aus der Abgrund nicht tiefer sein kann. Kaum zu glauben, wie das zieht. Da kann man sich ja den Tod holen. Gleich noch ein bisschen weiter aufmachen. Zumachen. Wollte gerade sagen, warum uns den Tod holen? Eigentlich nicht, oder? Sei, hier sind auch bestimmt meine Sachen versteckt. Vom Clown. Das war bestimmt meine alte Bude hier. Oh Gott, mein Schädel brummt. Meiner nicht, aber ich bin müde. Oh, wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Kater. Was zum... Was stand nochmal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein. Tja, was ist das? Vogelpfeife. Was ist das für eine Pfeife? Vogelpfeife. Für was? Einfach mal einstecken, Mann. Hey, ah. Dann ist das Janus Vogelpfeife. Mein treuer Freund. Hey, Giftkrähe. Sag mal. Überall sind diese Käfer drin. Ein Spiel voller irgendwas. Ja, die Käfer finden ist anscheinend eine Aufgabe. Was die Erde hier wohl aufgerissen hat? Aus dem Krater, mehr geht wohl nicht. Ich
Ich meine, wir haben die Pfeife gefunden. Ich nehme an, das war die Hauptsache. Die kann man dann wahrscheinlich irgendwann anders noch gebrauchen. Und ich sehe gerade, wir sind bei 20,5 Minuten. Das heißt, jetzt kommt sicher nochmal eine Szene, die gucken wir uns logischerweise an und dann ist Feierabend. Oh oh. Suche. Okay, aber damit beschäftigen wir uns jetzt in diesem Teil nicht. Okay, falls euch gefallen hat, auch wenn es keine Action gibt, dürft mir gerne Daumen oben da lassen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr weiter wissen wollt, wie es geht. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, so rum. Mein Kopf ist einfach nur müde. Ich werde jetzt, glaube ich, auch ins Bett gehen. Ja, das war Silence. Mit Fallnöhr Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und habt noch weiterhin auch Spaß bei mir auf der YouTube-Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und auf Wiedersehen. Und tschüss.